Schnipp, schnapp, Haare ab. Schwiegertochterkandidat Mike ist fest entschlossen. Aber kurz nochmal auf Anfang. Nach jahrelangem Pech bei den Ladies soll eine Radikalveränderung her. Zumindest auf dem Kopf. Ich habe mir so im Internet so ein paar Bilder angeguckt. Also wie auch jetzt die jüngeren Leute. Ich bin ja auch noch jung, mit 44 kann man sagen. Und die haben das so hochgestylt und an der Seite kurz. Auch das Umfeld des Dauersingles wünscht sich ein Umstyling. Ich höre ja immer selber, wenn du so fortgehst, schneid dir doch die Haare ab, da hast du mehr Chancen und so. Gesagt, getan. Aus lang und dunkel, mach kurz und blond. Ganz schön mutig, ob's wohl so auch bei den Mädels besser klappt? Ich glaub's auch nicht, dass sie da mehr Chancen haben. Weil man auf Frauen musste ja zugehen, weißt du? Und ich bin ja nicht so ein Typ, sonst wäre ich ja da nicht im Fernsehen gelandet, weißt du? So ein Fernsehen ist ja wahrscheinlich so die letzte Versuchung, da irgendwie eine Frau zu bekommen. Ach, Mike, nicht so pessimistisch. Im hippen Miley Cyrus-Look war schüchtern gestern. Jetzt wird es hoffentlich nicht nur auf dem Kopf etwas heiterer. Na, da zieht aber jemand eine Schnute. Orlando Blooms Sohn Flynn ist gelangweilt und will Aufmerksamkeit. Dass der Papa gerade einen Stern am Walk of Fame bekommt, interessiert den Kleinen so gar nicht. Orlando nimmt's gelassen und setzt auf Multitasking. Streicheleinheiten für den Sohnemann parallel zur Rede vor der Presse. Einfach nur süß, die beiden. Und irgendwann ist glücklicherweise auch die längste Rede vorbei. Und Flynn hat wieder die volle Aufmerksamkeit seines Papas. Ganz allein für sich. Sympathieträger Bernhard Brink. Zugegeben, mit tänzerischem Können kann der Schlagerbade bei Let's Dance nicht gerade punkten. Trotzdem ist der 61-Jährige mega beliebt und kommt letzte Woche eine Runde weiter. Wie stehen denn die Chancen für heute Abend, trotz der leichten Talentabstinenz? Dann kann man sagen, dass bei Let's Dance die Leute, die mittanzen, wenn die viele Fans haben, dann können die auch weit kommen. Und das finde ich gut. Also es hängt auch ein bisschen mit Popularität und mit Gönnen zusammen. Richtig, denn mit Leistung allein kann im TV-Land nur selten jemand überzeugen. Also hat der gute Bernhard noch alle Chancen. Huch, was ist denn da los? Chris und Bruce Jenner Hand in Hand am Flughafen in Los Angeles. Nach der Trennung im letzten Jahr ein eher ungewöhnliches Bild, was auch die Paparazzi in starke Euphorie versetzt. I love this! Look at you guys together! Come on, folks. Can we get a confirmation here? Please get back together! Na, vielleicht sind die zwei Ex-Eheleute jetzt auch einfach beste Freundinnen. Immerhin wird schon seit Monaten gemunkelt, Bruce wolle sich doch tatsächlich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Egal ob BFFs oder eine Love-Reunion. Glücklich sehen die beiden allemal zusammen aus.